Ja, ein Hallo in die Runde, Freunde. Es wintert und unser Winterdienst hat sich vorbereitet. Und ich habe mir mal einen ganz, ganz wichtigen Menschen hier in der Stadt geholt. Der Mario, der ist nämlich für den Winterdienst verantwortlich bei uns in der Stadt, ne? Genau, hallo Heinz. Ja. Also ich bin Leiter Winterdienst bei der Stadt Gera und für den Winterdienst dementsprechend verantwortlich. Ja. Wir sehen hier hinter uns ist die Halle, Salz ist genug da. Mit wie vielen Leuten bist denn du unterwegs? Ja, wir fahren im Zweischichtsystem. Das heißt Früh- und Spätschicht mit jeweils 8 Mann. Ne? Sprich 8 Mann pro Schicht für ganz Gera plus unsere Nachunternehmer. Da haben wir 8 Lose vergeben, sprich nochmal 8 Fahrzeuge dazu. Macht 15 Fahrzeuge für ganz Gera. Salz haben wir genug? Ich denke schon. Wir haben 1800 Tonnen eingelagert. Mhm. Sollte erstmal reichen, je nachdem wie der Winter kommt. Aber wir können im Frühjahr auf jeden Fall nachordern. Jetzt habe ich gelernt in Vorbereitung dieser Sendung, du schaust an, wie das Wetter wird. Genau. Und wir alle wissen, es soll am morgens früh soll es eigentlich mal richtig losgehen. Es soll kalt werden und es soll Schneeregen kommen. Dann bist du derjenige, der sagt, so, auch meine Nachnehmer, ihr müsst jetzt losmachen, oder wie ist das? Genau. Ne, jetzt, momentan sind sich ja mal alle Wettermodelle einig, dass dann doch Winter kommt, ne, und nicht der eine so, der andere so. Somit haben wir alles aktiviert, die Nachunternehmer auch. Die werden von uns, sprich von mir, kriegen die den Auftrag. Morgen früh fahrt ihr, abends fahrt ihr. Wenn die zweimal fahren müssen, rufen die vorher an, beim Schichtleiter oder bei mir. Sagen, pass auf, das ist los. Müssen wir nochmal fahren, es ist so wie Schnee, das Eis geht nicht weg. Dann kriegen die den Auftrag, nochmal zu fahren. Ansonsten fahren die jeweils nur einmal. Ihr macht ja nicht nur Winterdienst. Ihr seid ja auch dafür verantwortlich, dass die Löcher aus den Straßen rauskommen. Ja, genau. Das bleibt dann liegen, wenn Winterdienst ist. In der Zeit logisch, ne? Weil 16 Mann, 8 Mann pro Schicht. Mhm. Und wo soll ich die anderen hernehmen? Ne? Das ist jetzt Sommersalz. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Konsistenz eine andere ist, sondern der Preis hat... Es wird im Sommer bestellt zu einem Preis X, ne? Den ich natürlich... Wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Hm. Wenn ich erst im Winter anfange, Salz zu bestellen, dann zahle ich das Doppelte, das Dreifache, je nachdem. Was kostet eine Tonne Sommersalz? Ja, ich sag mal 70 Euro plus Mehrwertsteuer, die Tonne. Hm. Ne, und pro Tag, je nachdem wie der Winter ist, reicht ja bloß, wenn es nicht mal ein richtiger Winter ist, sondern nur so Matsch. Hm. Ne? Ständig, du musst rausfahren, du musst immer wieder drüber streuen. Das sind 50 Tonnen pro Tag nichts, die da rausgehen. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Was passt denn in einen Multicar? Ne, auf einem Multicar 2 bis 2,5 Tonnen. Ne, in den großen Streuer gehen dann dementsprechend so 6 Tonnen rauf. Also wenn ich jetzt mit einem Auto zu einem Streufahrzeug hinterherfahre, da fliegen die Euros raus, ohne Ende. Dann fliegen auf jeden Fall die Euros raus, genau. Da kann ich nur froh sein, wenn ich einen guten Preis gekriegt habe für den Sommer. Naja. Wie läuft es, wenn es ein richtiger Winter wird und deine Halle ist fast leer? Da musst du ja nachordern. Und wenn alle nachordern, wir sind in der Marktwirtschaft, da geht der Preis nach oben. Das ist wohl so, ne? Dann geht der Preis nach oben. Aber wo kommt man da ungefähr an? 150, 200 Euro? Über 200, denke ich schon. Wenn ihr wieder mal schimpft über die Jungs, dass die vielleicht kein Salz haben, Leute, das sind richtig viele Scheine, die da abgehen. Ja, die dann der OB bereitstellen muss. Unter Stadtrat? Natürlich, unter Stadtrat, natürlich. Jetzt mal eine Frage, weil es forst ja auch diese Diskussion gab mit unserem Berg zum Krankenhausberg hoch. Das ist, ich habe gelernt, es gibt A-, B- und C-Straßen, das ist eine A-Straße. Ist auf jeden Fall eine A-Straße, schon allein der Bus fährt lang, zack. Das ist für mich, gibt es keine Diskussion, A-Straße muss immer geräumt werden, die wird permanent auch bedient, habe ich früher selber gefahren. Mhm. Ne, klar, wenn der Busfahrer kommt und sagt, hier sieht es glatt aus oder er hat das Gefühl, das ist sein gutes Recht. Jeder Fahrer ist sein gutes Recht, selbst für sich zu schätzen, einzuschätzen, kann ich hier fahren, kann ich hier nicht fahren. Hm. Ne? Die Straße muss oder sollte befahrbar sein, ne? Aber befahrbar, haben wir ja auch gelernt, ist ein dehnbarer Begriff. Für mich ist befahrbar, wenn ich drauf fahren kann und vorwärts kommen, das heißt nicht schwarz. Schwarz heißt nicht, ist klar, schwarz ist das Bestmögliche, was man machen kann. Aber selbst wenn es weiß ist, kann es befahrbar sein. Schwarz müssten wir als Stadt richtig reich sein. Ja, da müssten wir richtig gut Geld haben. Samstag, 25.11., 3.45 Uhr. Sturmtief Niklas hat Wort gehalten. Leichter Schneefall, minus 2 Grad. Die Kollegen vom Bauhof der Stadt Gera sind startklar. Fahrzeugpapiere holen und ab zum Laden. Das erste Mal
In diesem Winter werden die LKWs rückwärts an das Förderband gefahren. Jeder Handgriff sitzt. Unermüdlich frisst sich die Fräse ins Salz. Rund 2,5 Tonnen fasst der Behälter des Unimog. Ohne Probleme rieselt es. Die Luft schmeckt salzig. Ein eiskalter Wind fegt über das Gelände. Gefühlt sind es minus 10. Und ab auf die Straße der Stadt. Jeder hat seine Tour. Wie am Fließband geht es, das Beladen. Jeder ist für seine Ladung selbst verantwortlich. Ein prüfender Blick. Etwas geht noch. Obwohl es dieses Jahr Premiere ist, hier spürt man die Routine. In kürzester Zeit geht es zur ersten Runde. Mittlerweile ist es 4.15 Uhr. Schon oder erst? Matthias befreit die Einfamiliensiedlung in Biblach-Ost vom angetauten Schnee. Die Gerschen schlafen noch. Kaum einer ist schon unterwegs. Im Wagen läuft die Heizung auf Volllast. Hochkonzentriert geht es die engen Straßen im Wohngebiet entlang. Jeder möchte bei diesem Wetter freie Straßen, doch keiner denkt beim Parken an die Breite des Winterdienstes. Weiter geht es ins Zentrum. Auch hier kaum eine Seele unterwegs. Hier sieht es überhaupt nicht aus wie Winter. Noch hat der Asphalt die Wärme der vergangenen Tage gespeichert, erzählt Matthias. Aber halt, irgendetwas stimmt mit dem Motor nicht. Immer wieder verweigert der 30 Jahre alte Mercedes seinen Dienst. Den Sommer über werden diese Fahrzeuge kaum bewegt, also lieber auf den Rückweg machen. Und dann stand er. Ohne Leistung geht nichts und die Werkstatt ist heute nicht besetzt. Ja, Freunde, ihr seht, jetzt sind wir hier 10 nach 6 zum Kaffee trinken. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Unser Unimog ist kaputt gegangen, ne? Ja, genau. Im Einsatz ist unser 30 Jahre alter Unimog leider ausgefallen, läuft nur noch im Standgas. Wir haben es gerade noch bis zum Depot geschafft, mussten zum Glück nicht abschleppen. Das wäre ein Problem gewesen mit der Abschlepperei. Ich war ja mit dabei, weil wenn du das Schiebeschild vorne dran hast, da kannst du dich einfach anhängen. Das kann man nicht so einfach anhängen, genau. Und vor allem, wenn man an Stellen steht, wo man wirklich die Straße zumacht, dann ist auch mal schnell Verkehrschaos. Genau so sieht es aus. Aber das ist jetzt nicht das einzige Problem beim Unimog, weil es ist noch ein anderes Fahrzeug ausgefallen, jetzt nicht motormäßig. Es liegt doch daran, dass ihr ganz alte Technik habt, ne? Ja, die Technik ist, wie gesagt, schon 30 Jahre alt, stellenweise. Der Multicar ist zwar etwas neuer, aber leider jetzt auch ausgefallen. Ja. So ist die Technik. Ja. Wenn jetzt 20 cm Schnee draußen liegen würden, ihr müsst ja jetzt am Wochenende durchfahren, dann hätten wir schon ein Problem in der Stadt. Da hätten wir auf jeden Fall ein Problem. Wir haben keine Ersatzfahrzeuge. Und die Fahrzeuge, die ausfallen, da bleiben dann auch die Strecken liegen. Und es müssen dann die anderen Fahrzeuge, die noch funktionieren, kompensieren. Und genau, also dauert es etwas länger. Genau. Ich habe mich heute richtig schwer getan, früh um 4 hier auf dem Hof zu sein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wann ihr ins Bett geht. Wie macht ihr das? Jeden Tag dann um 4? Und ich habe gehört, manchmal fangt ihr auch um 1 an. Ja, wenn jetzt harter Wintereinsatz ist, dann fangen wir natürlich auch um 1 an. Also da sind wir 24 Stunden vor Ort in 2 Schichten. Genau, man muss sich wieder dran gewöhnen. Wir haben jetzt auch über den Sommer eben Normalschicht gehabt. Und jetzt müssen wir halt wieder in den Schichtbetrieb reinkommen. Ich habe gelernt, das hat mir nämlich der Matthias erzählt, das Fahrzeug, dieser Unimog, der mit Allrad, der stand im Sommer auch ganz viel, weil ihr den für den Winterdienst brauchte. Jetzt will er nicht mehr. Wie viele Fahrzeuge habt ihr denn überhaupt da zum Winterdienst jetzt? Ihr seid heute mit 5 Fahrzeugen rausgefahren. Genau. Und 3 fahren jetzt noch. Die Kollegen müssen praktisch jetzt eure Strecken mit übernehmen. Genau. Wir haben jetzt noch 2 Mercedes-Kipper, die noch nicht aufgebaut sind. Die werden wir jetzt noch herrichten, weil jetzt dieses Fahrzeug ausfällt. Und genau, insgesamt haben wir 8 Fahrzeuge, davon 3 Multicar. Genau. Matthias, wir sind vor uns durch Biblach-Ost gefahren. Ey, das war ja richtig enge. Also ich wollte einen Hut schon ziehen. Da waren rechts und links noch 3-4 cm Platz, weil das Schild ist wie breit? Das Schild ist 2,50 Meter breit. Genau, und Fahrbahnbreite ist stellenweise in Biblach
2,50 Meter bis 3 Meter, sag ich mal. Du hast ja selber gesehen, 20 Zentimeter jede Seite noch Platz zum Schiebeschild. Also da ist nicht viel Platz zum Lackschaden für die Fahrzeuge. Also wenn ihr eure Fahrzeuge abstellt in den Wohngebieten, denkt auch mal dran, A, an die Feuerwehr und B, dass ihr euren Schnee rausschieben könnt. Weil du sagtest, wenn es richtig schneit, dann hast du ja noch die Haufen an der Seite und dann stehen die trotzdem da und dann ist Feierabend. Dann ist nur noch 1,80 Meter und da kommst du nicht mehr rein. Genau. Dann wird nicht mehr geschoben. Dann wird nicht mehr geschoben, genau. Wir können ja keinen Schaden verursachen und wenn wir nicht in die Straße reinfahren können, wird sie nicht betreut. Muss natürlich dann ein kleineres Fahrzeug wie ein Multicar kommen. Aber er hat ja, das Fahrzeug hat ja auch seine Strecke zu bedienen und dann dauert es, wie gesagt, etwas länger, bis die Straße mal beräumt wird. Ja. So, und wenn ihr denkt und wenn ihr wieder mal schimpft über den Winterdienst, dann macht euch hier früh um 4 her, schaut, was die Kollegen machen. Die machen nämlich teilweise aus Scheiße-Bonbons. Ich sag's einfach mal so, weil mit solcher Technik draußen rumzufahren, es ist schön, also wo du die Gänge reingehauen hast, habe ich gedacht, von außen sieht das Fahrzeug ja noch top aus, aber innen merkt man dann, es hat seine Jahre auf dem Buckel. Ja, es hat seine Jahre auf dem Buckel und im Museum sieht das bestimmt top aus, das Fahrzeug. Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt heute noch, ich weiß gar nicht, was machst du da heute? Du, jetzt müsst erst mal, bist du auf Abruf. Ja, wir schauen jetzt mal, was wir noch an Fahrzeugen eventuell noch zur Verfügung haben, dass wir die noch in Gang kriegen. Die sind ja auch nur ein relativ... Also die stehen an der Seite und sind wirklich nur zum Noteinsatz da und die werden wir dann vielleicht jetzt noch regenerieren. Ich sage im Namen meiner Zuschauer danke für eure Arbeit, die ihr macht, weil es ist sicherlich nicht einfach die nächsten Monate, was da noch kommt. Für dich jetzt einfach Wunsch, richtiger fetter Winter oder wie sieht's aus? Natürlich, schöner Winter, vor allem auch zu Weihnachten, wenn alles schön, oder zum Weihnachtsmarkt jetzt, wenn alles schön mit Schnee bedeckt ist, ist natürlich schön. Wir müssen natürlich dann arbeiten, aber wir haben sozusagen durch Zweischichtbetrieb auch unsere Freizeit und die genießen wir dann auch. Alles klar, das war mein Bericht vom Winterdienst. Wir sehen uns. Tschüss, macht's gut.